Hello everybody. Hallo zusammen. Friend Nicolas Maigret from. Wir begrüßen Nicolas Maigret von Disinnovation.org. They are making contemporary art. Die machen zeitgenössische Kunst zwischen Forschung und Hacking. Sie wollen die dominante Ideologie der technologischen Innovation. Gebt ihm einen warmen Applaus. Hey, yeah. Hello. So I'm Nicolas Maigret. Je suis Nicolas Maigret. Avec Maria Roskowska, nous avons commencé. Wir haben das Disinnovation Collective begonnen. Wir wollen die dominante Ideologie der technologischen Innovation und auch ein alternatives Narrativ dazu verbreiten. Es geht um Technologiekritik und auch Hacking. Wir machen Kuration, so wir organisieren Festivals oder auch Kunsträume. Wir analysieren die Rhetorik der technologischen Innovation und auch den wachsenden Effekt dieser Ideologie auf die Gesellschaft. Wir machen also Forschung und Bücher, aber auch Kunstwerke. Und der erste Teil wird über das Kuratieren stattfinden. Ich möchte drei Werke einführen und das wird ungefähr 15 Minuten brauchen. Das Piratenbuch ist das erste. Wurde 2014 begonnen. Wir haben verschiedene Stories über Sharing, Verteilung, kulturelle Inhalte in den und außerhalb der Grenzen der Wirtschaft, der Politik und des Gesetzes entwickelt. Die Bedürfnisse, Hacken oder auch neue Originale, das sind Themen, die uns interessieren. Es gibt ein Bedürfnis für nicht-technologische Antworten. Wir wollen Postwachstumsnarrative entwickeln. Sie sehen hier ein paar Beispiele aus dem Buch. Es geht um Reparatur, Unterhalt und auch kreative Appropriation. Das erste Beispiel kommt aus Mexiko. Es geht um einen Straßenverkäufer für CDs. Der Handwerker will diesen Straßenverkäufern helfen. Soy conocido como uno de los gemelos fantásticos aquí del barrio de la Merced. Entonces el día de hoy que quiero presentarles. Er zeigt Lautsprecher im Rucksack. Sie haben in den Jahren sich entwickelt und wir haben früher kleine Lautsprecher mitgebracht. Es gab Linde, die in den U-Bahn-Schächten spielten. So startet ein Lautsprechertrend hier in Mexikos U-Bahn. Nun haben wir die Arbeit einfacher und praktischer gemacht, indem wir das in den Rucksack gepackt haben. Ich wünsche euch allen einen guten Abend und ich spiele Musik wie diese. Und dann reduzieren wir den Ton und wir schreien dazu, wir schreien, meine Damen und Herren, guten Abend. Es ist Zeit, Ihnen dieses Album zu verkaufen mit 20 neuen Tracks von Cumbia-Musik. So, in the book we cover, so geht's weiter und so weiter.
Wir werden uns auf ein paar von diesen Geschichten fokussieren. Dann das nächste ist ein Beitrag von Christopher Quickly. Ein großer Teil der Verbreitung von Musik in Sayal wird über Dumbphones mit Bluetooth gemacht. Es geht sehr viel um die Erstellung von Inhalten auf dynamische Art und Weise. Das dritte Beispiel, das ich euch zeigen möchte, ist El Paquete Semanal. Dadurch, dass es in Kuba kein schnelles oder gar kein Internet gibt, gibt es einen Ersatz für das Internet in Form des dieses Paket H, eine Festplatte. Und es ist eine Sammlung der gesamten Inhalte, die als fehlend betrachtet werden für die Leute. Ihr könnt sehen, auf dieser Festplatte gibt es Bücher, TV-Serien, Filme, Musik, also quasi alles, was man auch von einer Internet-Erfahrung oder beim Browsen im Internet erwarten könnte. Der letzte Beitrag von Clément Renaud. Er hat 6 Monate in China geforscht und hat die Geschichte über Shanzhai, Technologieproduktion, mit uns geteilt. Das ist so ein bisschen zwischen Piraterie und Hybridisierung in der chinesischen Herstellung von Hardware. In dem Artikel beschreibt Clément Renaud lokale technologische Innovation. Das ist so eine Mischung aus Piraterie DIY und Politik gegen das Establishment. Die wörtliche Bedeutung ist Bergfestung und der Begriff kommt aus einem 13. Jahrhundert Roman, der die Geschichte von Banditen, die sich außerhalb des Systems, außerhalb der Gesellschaft in den Bergen verstecken. Aktuell bezieht sich Shanzhai auf die Herstellung von Geräten. Es ist in den 50ern in Hongkong entstanden. Und da geht es um kleine Fabriken, in denen billige Niedrigqualität Gegenstände und Artikel hergestellt werden, wo sozusagen Fälschungen von Gucci und Nike produziert werden und dann auf den Märkten verkauft werden für die Leute, die sich die teuren Originale nicht leisten können. Und in Anfang 2000er Jahre ist dieses Konzept nach Shenzhen migriert und hat sozusagen ein informelles Netzwerk gebildet, in dem das perfekte Produkt das Mobiltelefon ist. Ein Beispiel dafür ist dieses hier, das Ghana Phone, das uns sehr interessiert hat. Dieses Gerät wurde nicht mit seinem oberflächlichen Design konzipiert worden, sondern um eine ganz bestimmte Nische zu füllen. Das Telefon ist eine Powerbank, um die Nische häufiger Unterbrechung der Stromversorgung zu füllen. Es hat einen Akku, der eine Woche hält. Man kann andere Geräte damit laden, Computer, Telefone. Man kann es auch als Licht oder als Scheinwerfer benutzen, mit dem Haken, um es an der Decke zu befestigen. Sozusagen ein Komplettpaket von Funktionen und Eigenschaften, die spezifisch für einen lokalen Markt konzipiert wurden. Ein Markt, den vorher keine andere Marke interessiert hat. Das hat uns sehr interessiert. Wir wollten dem noch genauer nachgehen. Wir haben mit einem einfachen Prinzip angefangen. Wir haben angefangen,
Hybrid-Telefone, die bestimmte Funktionen, mehrere Funktionen in sich vereinen, zu sammeln. Für bestimmte Nischenmarken. Vor allem im globalen Süden, aber nicht nur. Es gibt sehr viele sehr besondere Geräte, die ich zeigen werde. Wir haben sie in Shenzhen auf den Märkten und wie Huchanbei und auch über Taobao, AliExpress und so weiter gefunden und gesammelt. Einer der Gründe, dass wir uns auf Mobiltelefone fokussiert haben, ist, dass wir uns sozusagen mit einem bestimmten Gerätetyp beschäftigen, um eine Kontinuität über die Jahre abzeichnen zu können. Und außerdem konnten wir einen großen Kontrast bei Mobiltelefonen feststellen zwischen der standardisierten Kultur des schwarzen Rechtecks, das wir alle in unseren Hosentaschen haben, und dieser nicht normalisierten Technologie, die sich dort entwickelt. Er erinnert uns daran, dass technologische Möglichkeiten immer bestehen, auch über die, die in der Industrie umgesetzt werden, hinaus. Ich werde euch das Video zeigen. Jedes dieser Beispiele erzählt eine bestimmte Geschichte. Hier sehen wir ein Feuerzeugtelefon. Ein Telefon mit Zigarettenanzünder. Hier sehen wir eine Zigarettenschachtel, die auch ein funktionierendes Telefon beinhaltet. In this one is a razor phone. So it's a phone. Hier sehen wir ein Rasiertelefon, das ein funktionierendes Rasiergerät beinhaltet. Seit 2015 haben wir hunderte von diesen Hybrid-Telefonen gesammelt. Ich werde jetzt ein paar ganz besondere Exemplare zeigen. Wir sehen hier das Cardphone in der Größe einer Kreditkarte, ungefähr das im Preis von $12, das billigste auf dem Markt. Es besteht aus einer einzigen Leiterplatte, kann sehr leicht repliziert, modifiziert, optimiert werden. Es wird auch das Gongai-Phone genannt, also das Gongai-Telefon, was so viel wie Open Source heißt. In den späteren Generationen findet sich sozusagen das hier als Grundlage wieder. Und hier sehen wir als digitale Alternative für buddhistische Gläubige ein Buddha-Phone. So this one is called a Buddha-Phone. It's been designed as a digital alternative for Buddhist prayers and related religious activities. Auch die rituellen Aktivitäten werden hier gemacht. Man kann Weihrauch verbrennen, Purifikation machen, Reinigung, meditative Musik abspielen. Those features are included in basically the UX of the phone. Und all dies ist in der UX untergebracht. Hier sieht man das Sound System Phone. So this is the sound system phone. It's been designed for mainly the elderly. Dieses System wurde für ältere Personen konzipiert. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist Gruppentanzen auf öffentlichen Plätzen. And
this specific phone has been designed for this purpose. So it comes with a. Es hat mehrere Gigabytes mit altmodischen kommunistischen Liedern, die diese chinesischen Pensionisten sehr lieben. It has a huge. Hat große Knöpfe. So the device is like that size. And there es is also support to stand in front of the dancers. Es hat auch ein Gestell, um es aufzustellen. A smooth return home after the dance. Und es hat auch noch eine Taschenlampe, um den Weg nach Hause zu finden. I'm a pro, I can do about 20 in 10 minutes. So why Mars bars? Because they're available in most of the visit halls. You can't take something that might not be there, because if you do, they're going to notice it different. I'd say that there's probably 75% of prisoners have phones in jail. I'd take that in on my person, places where you wouldn't get searched, your front of your trousers, in your bra. So this one is the prisoner phone. Das ist Prisoner Phone. Es heißt auch Schlag den Chef. A device for scanning prisoners. Es so ist. It started on the market as the smallest. Es ist angeblich das kleinste Smartphone auf dem Markt. Es ist vor allem natürlich bei Gefangenen beliebt. Man hat es gesehen im Film. Hat eine sehr kleine Größe, nur ein Finger groß. Zu 99% besteht es aus Plastik, sodass es auch mit den Geräten nicht aufgefunden werden, mit den Scannern in den Gefängnissen. Es ist leicht zu schmuggeln im Körper, im Lebensmitteln oder auch über Drohnen oder sogar Brieftauben oder Ratten. So, we try to exhibit all this collection of weird devices in their natural. Wir versuchen all diese Geräte in ihrem natürlichen Habitat zu präsentieren. Wir haben eine Reproduktion eines Straßenmarktkiosks gemacht, wo wir eigentlich unsere Sammlung präsentieren. That kind of tells the larger Shanghai culture and. Es zeigt ein bisschen die Shanghai-Kultur auf. Das chinesische Ökosystem, den technologischen Design, die Produktion und so weiter. That's it for this one. And the last curatorial project. Das letzte Projekt, das ich noch vorstellen möchte, ist immer noch Work in Progress, ist das Museum des Scheiterns. Ich habe da ein Zitat von Paul Virilio. Powerlessness before the upsurge of unexpected, catastrophic events forces us to reverse the usual trend which exposes us to accidents and inaugurate a new kind of museology and museography. Ein sehr kompliziertes Zitat von Paul Virilio, das ich leider nicht übersetzen kann. Aber es geht darum, wie man mit Unglück, wie man mit tragischen Unfällen und so weiter umgeht. Auch über Glücksfälle, auch über Liebe auf den ersten Blick, aber auch über den Gnadenstoß. So, as you could guess with this quote, this project is about uncovering and compiling counter-narratives about the history of. Es geht hier also um Gegennarrative gegen die Geschichte der technologischen Innovation. Wir wollen Geschichten aufzeigen, die eben diesen dominanten Diskurs über Innovation unterbrechen oder aus den Angeln heben. Und wir wollen, das soll uns helfen, über Technologie nachzudenken in einer Nachwachstums-Area. Es findet statt in Form von Workshops, von Konferenzen oder auch von Veranstaltungen. They are somehow the underground counterparts of usual technological museum. Sie sind eigentlich ein Gegenprojekt zu normalen technologischen Museen. Wir haben auf jedem Stockwerk unterschiedliche Sachen. Wir haben absichtliches Scheitern, wir haben Fiktionen.
Wir haben Unfälle und Verbrechen, ungeplante Ergebnisse und so weiter. Der erste Teil ist eine Sammlung von Flops, Irrtümern, Fehlfunktionen, auch geschäftlichen Misserfolgen. Es zeigt ein bisschen, wie unsere Gesellschaft funktioniert, von einer historischen, symbolischen, poetischen und kulturellen Sichtweise. So, if you have stories or research on post-growth technological imaginaries and content narratives on technological innovation, you're welcome. So, wenn ihr da Vorschläge habt, seid ihr herzlich willkommen. Specific selection to resonate with the CCC as well, and we grouped it into this idea of psychoanalysis of the hyper-connected era. Wir möchten jetzt eigentlich Psychoanalyse der hyper-connected area voranschreiten und vier Werke vorstellen. Die Piraterie wurde sozusagen Mainstream mit BitTorrent. Und für eine ganze Generation wurde sie zu einem zentralen kulturellen Gegenstand. Gleichzeitig, schon seit den frühen Tagen von Peer-to-Peer, gab es einen relativ hohen Grad der Überwachung. Diese Überwachung wurde von Universitäten, Firmen, Staaten durchgeführt, manchmal für statistische Untersuchungen, um zu erfahren, welche Art von Content wie viel konsumiert wird. Aber meistens ging es um Urheberrechte dabei. Wir haben uns gefragt, wie wir diese Systeme von Netzwerküberwachung überwinden können und ihre Dynamik offenlegen können. Um das zu tun, und auch um die geografischen Dimensionen des geteilten Contents, der geteilten Inhalte zu visualisieren, haben wir dieses Projekt gemacht. Das Piratenkino. Eine Kinokollage, die durch die Aktivität eines Peer-to-Peer-Netzwerks generiert wurde. So, we programmed the server. Wir haben einen Server programmiert, der BitTorrent nutzt, um jeden Morgen mit den den beliebtesten Videos auf Pirate Bay zu synchronisieren. Wir wollten sehen, es ist ein Man in the Middle, um herauszufinden, was die Leute über unseren Node teilen. As you can see on the video, wie ihr im Video sehen könnt, wird auch das Land und die IP-Adresse der NutzerInnen gezeigt. Und das war für uns ein Weg, um die geografische Dynamik dieser Sharing- und Konsumprozesse zu visualisieren. Als nächstes Projekt, weiterhin mit dem Gedanken der Gegennarrative. Das Projekt heißt Blacklist, schwarze Liste über sozusagen illegale Inhalte. Es geht um die Frage, wer kontrolliert und entscheidet, was online sichtbar ist, was blockiert und gesperrt wird, wie Listen entstehen und verwendet werden. Und die Frage, wie sozusagen das Wertesystem, in dem wir leben, dadurch vielleicht sichtbar gemacht werden kann. Es gibt verschiedene Blacklisten, die man abonnieren kann, unterschiedlich effizient und aktuell, Squid Blacklist, Scheller List, Cisco und so weiter. Und das erinnert uns an die Listen verbotener Bücher, die es in Bibliotheken auf der ganzen Welt gab.
sozusagen heretisch, unmoralisch oder antiklerikalisch oder antiklerikal betrachtet wurden. Auf den heutigen Blacklisten im Internet gibt es sozusagen blockierte Adressen und als Systemadministrator kann man entscheiden, welche Arten von Inhalten man blockieren möchte. Die Listen werden verwendet von Universitäten, Gemeinden, Flughäfen, Unternehmen, Einzelpersonen und so weiter. Man kann sozusagen nach bestimmten Kategorien auf im eigenen Netzwerk bestimmten Zugang blockieren. Die Kategorien reichen von Urheberrechten, Pornografie, aber unter anderem auch zum Beispiel Feminismus. Dadurch wird sozusagen die dem Profit dienende Natur dieser Blacklisten entlarvt, weil solange jemand dafür zahlt, gibt es das. Wir haben eine Papierenzyklopädie gemacht von Blacklisten, von illegalen, gefilterten Seiten. Sieht so aus wie ein altes Telefonbuch und sozusagen ein moralisches Porträt des Webs. Deployed in the form of an encyclopedia in 13 volumes of 666 pages each. Die Enzyklopädie hat 13 Bände mit jeweils 666 Seiten. Sie enthält ungefähr 2 Millionen Links auf illegale Webseiten. Es ist eine umfangreiche Sammlung gesperrter Seiten, die für das automatische Filtern von Datenverkehr, der als illegal oder ungewollt betrachtet wird, verwendet wird. Genau wie die verbotenen Bibliotheken für Bücher zeigen die Blacklisten, wie Inhalte, die als gefährlich für das Überleben des Systems betrachtet werden könnten, an die Seite gedrängt werden oder verdrängt werden. Die nächste Arbeit heißt Predictive Artbot. Darüber werde ich etwas mehr sagen müssen. Wir leben in einer Zeit von Hyperkonnektivität. Die Zeit, die wir mit Telefonen und Social Media zubringen, hat sich in den letzten 10 Jahren krass erhöht. Und Online-Nachrichten und Kommunikation bekommt den größten Teil unserer Aufmerksamkeit und hat großen Einfluss auf unsere Prioritäten. Soziale Medien führen dazu, dass unsere Interessen eingeschränkt werden und wir vorhersehbarer werden. Basically, standing from the art field, we started to notice somehow similar patterns. Ausgehend von der Kunst haben wir festgestellt, dass es auch unter den KünstlerInnen unter uns bestimmte Muster zu erkennen gibt. Es gibt ähnliche Muster und Trends. Und wir haben festgestellt, dass bestimmte Themen und Ideen und sogar die Art der Umsetzung von Kunst sich ähnlich entwickeln. Die Frage ist also, brauchen wir überhaupt KünstlerInnen, um nur den Trends zu folgen? Brauchen wir KünstlerInnen, um den letzten, heißesten Technologiekram zu verdeutlichen? Es gibt also diese Art von Mainstream-Kreativität. Wir wollten das hin in die Absurdität treiben. Deshalb haben wir einen Bot geschrieben, der hunderte von RSS-Feeds abonniert hat. Das Zeug, was wir auch auf unseren Twitter-Feeds haben. Der Bot verwendet eine Python-Bibliothek, um die wichtigsten Schlüsselwörter aus den Überschriften herauszufiltern. Die werden dann gespeichert und mit Tracery generieren wir dadurch potenzielle Ideen
für Kunst und die posten wir dann wieder auf den sozialen Medien, um sozusagen eine Schleife der Inspiration auf eine komische Art und Weise zu erzeugen. In the age of hyperconnectivity, the perverse implications of media echo chambers are becoming more and more obvious. Groups of similar behaviors are being partitioned in filter bubbles, while the few massively reposted topics tend to monopolize most of the available attention. Such insular echo chambers. Eine längere Maschinensprache oder synthetisierte Stimme. Resulting in increasingly homogeneous imaginaries within groups of like-minded people. Predictive art bot caricatures the predictability of media-influenced artistic concepts. Es geht um den Bot, der sozusagen durch die Automatisierung menschlicher Kreativitätsprozesse automatisiert. Counterintuitive and even disconcerting associations of ideas. Dadurch entstehen konterintuitive oder unintuitive Ideen. Selbst in Feldern, die sehr heterogen sind, wie Politik, Umwelt, Aktivismus. Identifiziert Schlüsselwörter, die von unvernünftig bis hin zur Absurdität reichen, die dann wieder von einem Menschen genutzt werden können. So, wir haben auch gewisse Künstler beauftragt, das zu vertonen und visualisieren. Das letzte Werk von heute ist der Online-Kulturkampf, ist auch Work in Progress und vor allem ein politisches Projekt. Es geht darum, dass das Web zu einer wirklich starken Ressource geworden ist, um Ideen und Kultur zu verbreiten. So ist es wesentlich einfacher, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, und zwar in einem riesigen Maßstab. Wir haben gesehen politische Bots, wir haben Fake-Accounts, wir haben Trollfarmen, Klickfarmen und so weiter. Die sind sehr einflussreich, aber um die geht es jetzt nicht. Ich möchte auf den kulturellen Hintergrund dieses Schlachtfeldes zu sprechen kommen. Milos Yiannopoulos hat gesagt, Konservatismus ist the new punk. Hier sehen wir ein Video. Also, wenn Sie jemanden langweilen möchten, there is no better way to do it than to cast a vote for Donald Trump. Dann gibt es keinen besseren Weg, als für Donald Trump zu wählen. Das ist die neue Punk Republican Art. So in the context of the political correctness and self-censorship. Also im Kontext der politischen Korrektness und des Public Shamings auf der Linken gibt es einen obskuren Stil von ironischer Nachäfferei, der jetzt als Gegenkraft auftaucht. Es geht also um Übergriffe, Überschreitungen, Grenzüberschreitungen, die die Alt-Right-Bewegung macht und ist mit Online-Subkulturen kompatibel. Flattery of what felt like a tired liberal intellectual conformity, running right through from establishment liberal politics to the more militant enforcers of new sensitivities and from the wackiest corners of Tumblr to campus politics. So basically this culture of transgression. Diese Kultur der Grenzüberschreitung geht um die bewaffneten Memes.
Diese werden zu politischen und ideologischen Waffen in der Propaganda. Das kann von beiden Seiten verwendet werden. As a starting point for this new series of projects, we wanted to create a kind of mind map of the. Wir wollten eine Mindmap dieser neuen Kulturkampfes aufspannen. So, wir haben den klassischen politischen Kompass verwendet hier im Bild. Became popular as a format to exchange content on online forums and on the Mimosphere. Es wurde zu einem populären Format, um es um verschiedene Dimensionen auszutauschen, oft auch mit nicht-politischen Charakteren. Wir haben sehr viele Projekte angeschaut, wir haben auch Selbstforschung betrieben und wir haben versucht, eine Kartografie dieser bewaffneten Memes, dieser Elemente zusammenzustellen, zusammen mit dem kanadischen Artisten und Philosophen Baruch Gottlieb. Using a speculative political distribution, taking the political compass as a framework, this cartography offers a symbolic representation of online ideology. Diese Karte bietet eigentlich einen Überblick über die politische Welt des Internets anhand von Memes. Hunderte von Memes, die online gefunden wurden und dann an die richtige Stelle aufgespannt wurden. Es ist eigentlich gedacht als Anfangspunkt für eine Diskussion, um eine Diskussion zu starten, um über Kulturkampf zu sprechen. Wir machen mit dieser Karte weiter, die ist also noch nicht zu Ende gebaut. Das war eine Sammlung unserer verschiedenen Arbeiten, die mit dem CCC so gut zusammenpassen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Oh, a big thank, Niklas. Are there any questions to Niklas? There is microphone one. Hi, congrats, beautiful presentation. Thanks. I'm curious, what's. Meine Frage ist, ich wundere mich. What's your next step? I think it's correlated somehow. Yeah, yeah. Ich habe die Frage nicht verstanden. Wie ich gesagt habe, dieses letzte Projekt, dieser Startpunkt. Wir sammeln ganz viele Dokumente von Online-Propaganda. Online Performance. Wir wollen eine neue Serie von Online Performances aufstarten, um die Manipulationsstrategien zu entlarven. Are there any questions from the internet? Gibt es noch Fragen aus dem Internet? No. Nein. Yeah, then a big warm applause for dann einen großen Applaus. Danke, Niklas. Danke.